einmal, was ist eine Demenz? Man kann es so definieren, das ist eine erworbene Beeinträchtigung kognitiver Funktion. Was heißt erworben? Es gibt ja auch Menschen, die von Geburt an geistig behindert sind. Das meint Demenz nicht, sondern es meint Menschen, die eine ganz normale Persönlichkeitsentwicklung hatten und dann im Laufe der Zeit diese kognitiven Funktionen verlieren. Und die wesentlichen kognitiven Funktionen, die verloren gehen, betreffen das Gedächtnis und die Orientierung. Und ganz wichtig ist auch, Demenz ist nur ein Syndrom, wie wir Ärzte sagen. Das heißt, eine Ansammlung von typischen Symptomen. Die Ursachen können ganz unterschiedlich sein. Also vielleicht am häufigsten, und das kennen ja die meisten auch, ist die sogenannte Alzheimer-Demenz. Da erzähle ich Ihnen nachher auch ein bisschen was genauer darüber. Es gibt aber auch die vaskuläre Demenz, also das ist eine Demenz, die durch Durchblutungsstörungen bedingt ist. Und ganz wichtig auch, es gibt auch behandelbare Formen von Demenzen. Also Demenz heißt nicht einmal dement, immer dement, sondern es gibt auch möglich, es gibt etwa 10% aller Demenzformen sind auch kausal behandelbar. Das heißt, die Demenz verschwindet dann, zum Beispiel bei Hirntumoren oder bei Hirndrucksyndromen. Also man muss da immer auch eine gute Diagnostik machen. Sie sehen hier zunächst einmal die Kriterien, Definitionskriterien der Demenz nach der ICD-10. ICD-10, das ist die internationale Klassifikation von Krankheiten, also International Classification of Disease von der Weltgesundheitsorganisation. Und da sehen Sie ganz viele Punkte, die erfüllt sein müssen, dass man eine Demenz diagnostizieren darf. Also das Kurz- und Langzeitgedächtnis muss abnehmen, das Denkvermögen nimmt ab, auch das Urteilsvermögen nimmt ab und auch sogenannte höhere kortikale Funktion, da sehen Sie Aphasie oder Apraxie, das heißt die Fähigkeit zu sprechen, Wörter zu finden, Sinnzusammenhänge zu verstehen oder Apraxie, das meint, dass Sie zwar nicht gelähmt sind, aber bestimmte Dinge nicht mehr sinnvoll benutzen können. Also das kann so weit gehen, dass Sie nicht mehr wissen, dass man eine Kerze anzündet und die Betroffenen essen dann die Kerze zum Beispiel. Ja, das wäre eine Form der Apraxie. Dann ist die Persönlichkeit aber auch bei der Demenz beeinträchtigt, also Affekt, die Emotion, der Antrieb, das Sozialverhalten und ganz wichtig, Demenz führt auch zu einer Beeinträchtigung in der Alltagskompetenz, also den Haushalt führen zu können, den Hobbys nachgehen zu können und so weiter. Es ist nie mit einer Störung der Bewusstseinslage verbunden und von einer Demenz spricht man, wenn dieses Syndrom mindestens 6 Monate besteht. Also, wie bitte, ja? Immer zu, ja? Kortikal heißt, das ist die Hirnrinde. Ja? Der Kortex ist die Hirnrinde, ja? die höchste Funktionsstufe in unserem Gehirn. Ja? So, jetzt mache ich das aber mal ein bisschen einfacher. Wann ist man dement? Im Prinzip können Sie sich das auf diese 3 Punkte runterbrechen. Einmal, Sie brauchen eine relevante Abnahme von Gedächtnis und weiteren kognitiven Leistungen. Sie brauchen eine Beeinträchtigung im Alltag und das muss länger als 6 Monate bestehen. Also das wären so die Kardinalkriterien. Ganz wichtig, der wichtigste Risikofaktor für eine Demenz zu entwickeln, ist das Lebensalter. Also je älter wir werden, sehen Sie hier, umso wahrscheinlicher ist es, dass man irgendwann eine Demenz entwickelt. Jenseits des 95. Lebensjahres sind 80% der Menschen von einer Demenz betroffen. Da gibt es eine kleine Gruppe, die bleibt ganz stabil, die können auch 100 und 105 werden und werden nicht dement. Aber je höher das Lebensalter wird, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit. Und Sie sehen, das wissen Sie alle, unsere Gesellschaftspyramide verändert sich. Wir haben immer mehr alte Menschen, also wir werden immer älter. Das ist ja auch gut so, die Medizin macht Fortschritte. Aber dadurch steigt eben auch das Risiko einer Demenz. Also Sie sehen hier, das Fundament, auf dem wir stehen mit jungen Menschen, das wird immer brüchiger. Und die älteren Menschen nehmen immer mehr zu. Das heißt, Demenz ist ein großes Problem, das haben Sie ja besser in der Einführung schon gesagt. Also wir haben im Moment etwa 1,5 Millionen Demenzkranke in Deutschland.
Wir haben jährlich etwa 300.000 neue Fälle und jeder dritte Mann und jede zweite Frau, die ein Alter von 65 Jahren erreichen, müssen damit rechnen, im weiteren Verlauf des Lebens irgendwann an einer Demenz zu erkranken. Also es ist nicht jetzt irgendwie so ein Kolibri-Phänomen, sondern das ist etwas, was wirklich sehr häufig ist. Und Sie sehen hier, also wir müssen in den kommenden 5 Jahren mit einer Verdopplung der Zahl der Demenzen rechnen. Das geht, okay, so ist prima. Und Sie sehen das hier für die einzelnen Lebensalter dargestellt. So, jetzt wird Sie natürlich interessieren, wie untersucht man, ob eine Demenz vorliegt oder nicht und was kann man möglicherweise selbst dafür auch tun, um das zu erkennen. Da will ich Ihnen so ein bisschen das erklären, wie das in der Klinik passiert und dann auch, welche Zusatzdiagnostik es gibt. Also zunächst einmal ist die Anamnese das Wichtigste. Anamnese ist das Gespräch mit der betroffenen Person. Ja? Und da sehen Sie, im Frühstadium ist die Alltagsbewältigung unbeeinträchtigt. Also man kann den Haushalt führen, man kann seinen Hobbys nachgehen, aber vielleicht ist man ein bisschen vergesslich. Ja? Also im Alltag wird man sagen, man ist vielleicht etwas schusselig, man ist nicht mehr ganz so konzentriert, man ist vielleicht etwas müder als sonst, der Antrieb und die Initiative ist etwas reduziert. Das wäre noch keine ausgeprägte Demenz. Wenn Sie sich erinnern an die Eingangskriterien, würde ein solcher Mensch noch nicht die Demenzkriterien erfüllen. Aber in mittleren Stadien, da ist die Alltagsbewältigung dann schon offensichtlich beeinträchtigt. Wir haben unmittelbar auffällige Gedächtnisstörungen, dann auch Störung der Orientierung und eben diese Apraxie, Aphasie und eine Verminderung der Kritikfähigkeit. Das ist natürlich dann bedeutsam, wenn es um die Willensbildung geht und zum Beispiel die Fähigkeit, Geschäfte abzuschließen oder ein Testament zu erstellen. Sehr häufig findet sich auch bei der Demenz dann so etwas, was man paranoid nennt, also wahnhaft. Also wenn man nicht mehr so richtig gut orientiert ist und in der Realitätskontrolle nicht mehr so scharf ist, wie man das zu gesunden Zeiten war, dann kann es dazu kommen, dass man wahnhafte Symptome entwickelt, die eigentlich der Realität entbehren, aber man ist trotzdem davon überzeugt. Vielleicht haben Sie das in Ihrem Bekanntenkreis, in der eigenen Familie schon erlebt. Also ältere Menschen sagen dann, man versteckt meine Sachen oder ich werde betrogen oder ich werde ins Heim abgeschoben oder mein Partner ist mir untreu. Natürlich kann das alles auch in der Realität vorkommen, aber sehr häufig ist es auch ein Zeichen einer Veränderung des Gehirns in Richtung einer Demenz. Und was noch problematisch ist, ist, dass sehr häufig eine Demenzsymptomatik im Beginn gemeinsam mit einer Depression auftritt und dass das voneinander sehr schwer zu trennen ist. Es ist aber ganz wichtig, dass man es trennt, denn eine Depression, ein depressives Syndrom kann man in der Regel gut behandeln mit Medikamenten und mit Psychotherapie, wohingegen man bestimmte Formen der Demenz nicht so gut behandeln kann. Und die Symptome ähneln sich sehr. Ich habe Ihnen hier auf der nächsten Folie einmal ein paar Symptome dargestellt, die man so auf Anhieb gar nicht unterscheiden kann. Also Sie sehen, bei der Depression kommt es auch zu Konzentrationsstörungen, ähnlich wie bei der Demenz. Bei der Depression kann es auch Teilnahmslosigkeit geben, Antriebsstörungen, ähnlich wie bei der Demenz. Depressive Kranke haben häufig Schlafstörungen, fühlen sich ermüdet, ganz ähnlich wie bei der Demenz. Das kann man also von der Symptomatik her nicht auf Anhieb unterscheiden. Und wir wissen auch in der Klinik, wenn wir zum Beispiel mit schwer depressiven Patienten bestimmte Formen von Leistungstests machen, Gedächtnistests, dann schneiden die depressiven Patienten oft genauso schlecht ab wie schwer demente Patienten, aber die Leistungen sind nach einer erfolgreichen Behandlung der Depression wieder gut, wohingegen sie bei dementen Patienten schlecht bleiben. Also es ist wichtig, dass man solche Überlappungen beachtet und eventuell eine behandelbare Demenz, Depression auch erkennt und diese behandelt und nicht sagt, naja, das ist ja eh ein alter Mensch, der ist dement, da kann man nichts mehr machen. Ja? Unter Umständen steckt eine behandelbare Depression dahinter.
Jetzt möchte ich Ihnen, es gibt sehr, sehr viele psychometrische Testverfahren, mit denen man über diese klinischen Symptome hinaus auch die Leistungsfähigkeit des Gehirns messen kann mit psychometrischen Tests. Und drei dieser Tests, die eher einfach sind, möchte ich Ihnen zeigen, wie die aufgebaut sind, wie die funktionieren, dass Sie da auch mal einen Eindruck bekommen. Das ist einmal die Clinical Dementia Rating Scale, dann der Uhrzeichentest, dann der Mini-Mental Status und wesentlich umfangreicher dann der CERAT-Test. Wie sieht die... Kommt jetzt alles, kommt, ja? Jetzt erst einmal dieser... Demenz ist nicht gleich Demenz, ich glaube, das ist schon angekommen, sondern es gibt zunächst einmal eine leichte Vergesslichkeit, die mit Demenz noch gar nichts zu tun hat. Dann gibt es leichte Formen, mittelschwere Formen und schwere Formen einer Demenz. Und das kann man recht gut mit dieser Clinical Dementia Rating Scale messen. Das geht von 0, da ist eben keine Beeinträchtigung, bis 3, die schwerste Beeinträchtigung. Sie sehen, diese Clinical Dementia Rating Scale hat verschiedene Ebenen, das ist immer mit Gelb unterlegt, also zum Beispiel Gedächtnis. Da wäre zunächst mit 0 zu bewerten eine benigne Vergesslichkeit. Also je älter man wird, da darf man auch mal was vergessen, das ist noch keine Demenz. Ja? Aber es können dann mit 0,5 zu bewerten, wäre kürzliche Ereignisse werden vergessen. Ja? Also, dass auffällig ist, dass man sich neue Dinge gar nicht mehr einprägen kann. Ja? Also ich sage, da ist ein typischer Test, man sagt, ich sage drei Wörter, Zitrone, Apfel, Ball, und Sie wiederholen die, Zitrone, Apfel, Ball. So, das lasse ich jetzt mal so stehen. Stärkere Form des Gedächtnisses wären, wenn nur überlernte alte Inhalte noch erinnert werden können. Also das heißt, das, was Sie mal sehr, sehr gut in der Jugend gelernt haben, funktioniert noch, aber alles Neue, was Sie später gelernt haben, funktioniert nicht mehr. Und die schwerste Form dieser Gedächtnisstörung ist, wenn nur noch Fragmente erhalten sind. Und jetzt komme ich nochmal auf diese drei Wörter zurück. Da wäre jetzt die Frage, können Sie sich die drei Wörter noch erinnern und reproduzieren. Wenn Sie die nicht mehr können, ich gebe mal das Mikrofon, die erste Reihe. An den Chef. Ja, wunderbar. Geht noch. War nicht abgesprochen. Ja. So, und das geht jetzt weiter, Orientierung. Da ist es, wäre 0, wenn allenfalls leichte Zeitgitterstörungen da sind, 0,5. Die Orientierung geht in verschiedenen Qualitäten verloren. Also zunächst geht die zeitliche Orientierung verloren, also dass man nicht mehr gut zeitlich orientiert ist, was ist für ein Datum heute. Dann geht die örtliche Orientierung verloren, dass man nicht mehr weiß, wo man ist. Dann geht und zuletzt geht die Orientierung zur Person verloren. Das sind dann sehr tragische Fälle, die es leider eben auch gibt. Also dass jemand nicht mehr weiß, was er für einen Beruf gehabt hat oder dass er Kinder hat, ja. Das kann in schweren Demenzformen auch verloren gehen. Und Sie sehen weiter Urteilsvermögen, ich will das jetzt im Einzelnen nicht durchgehen, dann gesellschaftliche Aktivitäten, also da ist bei 0 fällt noch nichts auf, die Fassade ist erhalten, dann bei 0,5 Tätigkeiten außer Haus können nicht mehr alleine wahrgenommen werden, da braucht man immer eine Begleitung oder aber in schwersten Formen, dass die Person auch zu sozialen Anlässen gar nicht mehr mitgenommen werden kann, weil ein sozial adäquates Verhalten nicht mehr möglich ist, auch in Begleitung. Körperpflege zum Beispiel zum Schluss, da wären Auffälligkeiten, wenn die Körperpflege nicht mehr aktiv, selbstständig durchgeführt wird, sondern man muss dazu aufgefordert werden von Angehörigen oder von pflegenden Personen oder man benötigt Unterstützung beim Anziehen oder man benötigt dann sogar Hilfe bei der Körperpflege. Und man kann dann diese einzelnen Domänen durchgehen und da gibt es auch einen öffentlich zugänglichen Internetalgorithmus, der ist im Internet drin unter dieser Internetadresse
und da können Sie dann für diese einzelnen Domänen sehen, welchen Summenwert man erreicht. Also 3 wäre eine ausgeprägte Demenz, aber wenn Sie zum Beispiel bei 0,5 sind, hätten Sie nur eine leichte kognitive Störung, das wäre noch keine Demenz. Ja, das können Sie also auch im Internet selbst recherchieren. Der Uhrentest. Das ist natürlich nicht so einfach, wie das in der Einführungsrede gemacht wird, dass man sagt, wie viel Uhr ist es denn, sondern das ist ein sehr gut etabliertes Verfahren, das auch ein genaues Prozedere hat für die Auswertung, ja, wo verschiedene Punkte vergeben werden. Also Sie sehen hier einen Menschen, der eine Demenz entwickelt hat, wie dessen Uhrentest aussieht. Also da sagt man, malen Sie bitte mal eine Uhr auf und stellen die Zeit auf 10 nach 12 zum Beispiel. Ja? Und Sie sehen 2004, oder 10 nach 11, ja? Und Sie sehen 2004 klappt es noch sehr gut. Da sind die Ziffern alle richtig angeordnet und die Uhrzeit ist auch richtig angeordnet. Da gibt es einen kleinen und einen großen Zeiger, das ist gut erkennbar, das ist 10 nach 11. 2006 ist die Krankheit fortgeschritten. Da sehen Sie, die Ziffern sind alle noch richtig angeordnet, aber die Zeit ist nicht mehr richtig eingestellt. Und Sie sehen, 2007 ist die Krankheit offensichtlich weiter fortgeschritten. Da sind die Ziffern nicht mehr richtig angeordnet und die Zeiger auch nicht. Ja? Also da ist eine klinisch progrediente... Wie bitte? Die stimmt nicht, genau. Ja, richtig, jawohl. Dann gibt es ein Verfahren, was in der Routinepraxis sehr häufig eingesetzt wird. Das ist der Mini-Mental State Examination zur Bestimmung des Schweregrades der Demenz. Das ist deshalb häufig, weil es sehr schnell gemacht werden kann. Das sind nämlich eine überschaubare Anzahl von Fragen. Und ich habe Ihnen mal 3 dieser Fragen oder 4 dieser Fragen aus dem Mini-Mental State Test herausgenommen. Also da ist eine Frage. Da wird gefragt, welches Datum haben wir denn heute? Das sollte man wissen, ohne auf den Kalender zu gucken. Wenn Sie das nicht wissen, kriegen Sie dafür keinen Punkt. Ja? Oder Merkfähigkeit, die 3 Wörter, das haben wir eben schon durchexerziert. Also wenn Sie alle 3 wissen, gibt es 3 Punkte. Wenn man nur 2 weiß, gibt es 2 Punkte. Wenn man 1 weiß, gibt es 1 Punkt. Dann sprachliche Benennung, da zeigt man zum Beispiel einen Kugelschreiber und dann muss man sagen, was ist das? Das sind zum Beispiel Menschen, die diese Aphasie haben, diese Sprachstörung, können das dann nicht benennen. Ja? Die können vielleicht zeigen, was man damit macht, aber die können nicht Kugelschreiber sagen. Oder dass man die Lesefähigkeit prüft, also steht dann ein Satz, schließen Sie Ihre Augen, sollen wir vorlesen und das dann auch machen. Ja? Und für all diese Fragen gibt es Punkte, das kann man genau nachprüfen, da kann man auch den Verlauf einer Demenz sehen, ob das fortschreitet oder ob das eher ein stabiler Zustand ist. So, jetzt haben wir die Demenz diagnostiziert. Wie geht es weiter, wenn ein Demenzsyndrom diagnostiziert wird? Sie erinnern sich, Demenz ist nur ein Syndrom. Es gibt verschiedene Ursachen und möglicherweise auch behandelbare Ursachen. Ja, also ich habe Ihnen mal hier nur ganz wenige Ursachen aufgeschrieben. Also die häufigste Form ist die Alzheimer-Demenz. Über die erzähle ich Ihnen nachher noch ein bisschen was. Dann gibt es aber auch die vaskuläre Demenz, also das ist die Demenz, bei der es zur Durchblutungsstörung kommt. Aber zum Beispiel, wenn man sehr viel Alkohol im Leben trinkt, kann man auch eine Demenz bekommen. Ja, das ist die alkoholtoxische Demenz. Dann gibt es das Parkinson-Syndrom, haben Sie vielleicht schon gehört. Das ist diese motorische Störung, wo man sich nicht so gut bewegen kann. Das führt in einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Fällen auch zu einer Demenz. Und es gibt viele weitere Formen von Demenzen. Also Sie können zum Beispiel auch einen gutartigen Hirntumor haben. Der zeigt sich dann wie eine Demenz. Sie operieren diesen Hirntumor und dann ist das Demenzsyndrom weg. Ja? Das wäre eine behandelbare Form. Oder es gibt den sogenannten Normaldruckhydrocephalus. Da schwellen die Ventrikel, also die Kammern, in denen das Nervenwasser im Gehirn aufbewahrt wird, an. Und wenn Sie da dann das Nervenwasser ableiten über einen Shunt, dann ist das Demenzsyndrom auch verschwunden. Also deswegen ist es wichtig, dass man Diagnostik macht. Welche Diagnostik macht man jetzt? Ich habe Ihnen einige Untersuchungen, zeige ich Ihnen mal. Labor,
Liquor, das ist Nervenwasser, und aber auch Bildgebung. So, also im Labor untersucht man alles Mögliche, Schilddrüsenwerte, Vitamine, Entzündungswerte, weil all das auch unter Umständen bei Veränderungen zu Demenzen führen kann, die unter Umständen auch behandelbar sind. Im Nervenwasser untersucht man mittlerweile bestimmte Marker für Demenz. Da gibt es zwei, die mittlerweile recht prominent sind, das Tau-Protein und das Beta-Amyloid. So, jetzt zu Alzheimer. Da gibt es so ein paar Schlagworte, die man auch immer wieder mal im Fernsehen sehen kann oder auch in Zeitschriften lesen kann. Wie es zur Alzheimer-Demenz kommt, das weiß man bis heute noch nicht genau. Wir haben verschiedene Puzzlesteine, die wir finden, die verändert sind im Gehirn bei Alzheimer-Patienten. Aber wie das alles genau zusammenpasst, kann man derzeit noch nicht sagen. Aber was man bei allen Alzheimer-Patienten findet, Alzheimer war übrigens ein Nervenarzt in München auch, ja, der Alois Alzheimer, der die Gehirne von verstorbenen Patienten untersucht hat und da gefunden hat, dass die zum Beispiel ein bestimmtes Protein vermehrt haben, dieses Amyloid-Protein. Das findet man bei Alzheimer-Patienten deutlich vermehrt, auch solche Alzheimer-Plaques, dann die Nervenfasern, die verknoten sich so, das nennt man neurofibrilläre Bündel. Dann findet man auf der Ebene der Bodenstoffe einen Mangel an Acetylcholin. Man findet einen Verlust von Synapsen, das sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen und einen Untergang von Nervenzellen. Ja, also Sie haben Milliarden von Nervenzellen, jeder von uns, da kann schon einiges untergehen und das, was passiert. Da ist viel Reservekapazität da und die wenigsten dieser Nervenzellen und Synapsen nutzen wir auch. Also dass bis eine Ausfallerscheinung da erkennbar wird, das kann sehr, sehr lange dauern. Also das Gehirn ist sehr plastisch auch. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der uns nachher auch zu diesen Themen Willensbildung und Geschäftsfähigkeit hinführt. Also wir wissen mittlerweile sehr gut, dass es vor dem Ausbruch einer Alzheimer-Erkrankung eine sehr, sehr lange präklinische Phase gibt, die geht 15 bis 30 Jahre, wo die Menschen, die später eine Alzheimer-Erkrankung entwickeln, wo dieser Prozess schon im Gange ist, ohne dass irgendwelche Auffälligkeiten erkennbar sind. Ja? Und dann kommt irgendwann die Phase, in der diese klinischen Symptome deutlich werden und wo die kognitiven Funktionen nachlassen, wo die Krankheit erkennbar ist. Aber die biochemischen Veränderungen im Gehirn, die laufen schon Jahrzehnte vorher an. Und die große Hoffnung der Forschung ist eben, dass wir genauer die Zusammenhänge für die Entstehung dieser Alzheimer-Krankheit verstehen und vielleicht zu dieser Phase irgendwann einmal auch Behandlungsverfahren entwickeln, wo wir eingreifen können und den Prozess aufhalten können, was derzeit noch nicht möglich ist. Sie sehen hier jetzt mal Gehirne von verstorbenen Menschen. Links ist ein Gehirn eines verstorbenen Menschen, der keine Alzheimer-Demenz hatte. Und rechts ist ein Gehirn eines Menschen, der eine Alzheimer-Erkrankung hatte. Und ich glaube, es ist deutlich, dieses Gehirn des Alzheimer-Patienten, da ist wesentlich mehr Luft zwischen diesen Hirnwindungen als in dem gesunden Gehirn. Also das nennt man atrophisch, ist zurückgebildet. Und das sind das wäre im Labor, wenn Sie das Gehirn unter Mikroskop anschauen, einen Schnitt machen, sehen Sie diese Amyloid-Plaques hier, das wären diese Verklumpungen von Eiweiß im Gehirn, die da normalerweise nicht hingehören, und diese neurofibrillären Bündel, die ganz typisch sind für die Alzheimer-Krankheit. So, und dann gibt es Möglichkeiten der Kernspintomographie, also das ist die Röhre, in die Sie den Menschen legen können und das Gehirn in vivo, also beim lebenden Menschen, untersuchen. Und da sehen Sie links ein Gehirn eines gesunden Menschen, ja? Und hier sehen Sie das Gehirn eines Menschen, der an einer Alzheimer-Erkrankung erkrankt ist. Da sehen Sie viel mehr dieser schwarzen Flecken,
Das ist, wo das Gehirngewebe untergegangen ist und wo statt Gehirn nun sich Nervenwasser ausbreitet. Ja, das ist aufgrund dieser Atrophie des Gehirns. Und wenn man das Nervenwasser untersucht, dann findet man diese beiden Marker für Alzheimer. Das Tau-Protein ist erhöht und das Beta-Amyloid ist erniedrigt. Aber ich muss sagen, es gibt derzeit beim lebenden Patienten ist eine eindeutige Alzheimer-Diagnose immer noch nicht möglich. Ja, es gibt kein typisches Labormuster, was man sagen kann, das ist hundertprozentig Alzheimer-typisch, sondern es gibt mehr oder weniger gut begründete Konstellationen, wo man sagt, das ist sehr typisch für eine Alzheimer-Erkrankung, aber eine hundertprozentig sichere Diagnose ist eigentlich erst nach dem Tode möglich, wenn Sie das Gehirn untersuchen. Also es ist erst postmortem. Es gibt typische Konstellationen, die einen zunehmenden Grad an Sicherheit geben, je mehr dieser Konstellationsparameter vorgegeben sind, aber keine hundertprozentige Sicherheit. Da gibt es intensive Forschungen im Moment nach Biomarkern, um diese Erkrankung eben auch zu Lebzeiten schon sicherer zu diagnostizieren. Das ist aber noch nicht in der Endstufe angekommen. So, kann man das therapieren? Wenn wir, und wir sprechen jetzt von der Alzheimer-Erkrankung, also nicht von anderen behandelbaren Krankheiten, ein Stillstand der Demenzentwicklung beim Alzheimer ist nicht möglich bisher. Leider nicht möglich. Was ist möglich? Wir können aber bestimmte Symptome im kognitiven Bereich, also Gedächtnis, Aufmerksamkeit und im nicht-kognitiven Bereich, das wäre Emotion, Verhalten, Persönlichkeit, das können wir bessern, häufig aber auch nicht anhalten, sondern eher kurzfristig. Was geht, ist, dass man möglichst lange versucht, erhaltene Funktionen zu erhalten, dann in einem sogenannten geriatrischen Gesamtbehandlungskonzept. Und ein paar Worte zu den Medikamenten. Es gibt ja eine Reihe von Medikamenten für Alzheimer-Demenz. Es gibt keines, was die Erkrankung vorbeugen kann. Gibt es nicht. Ja? Also wenn Sie so etwas lesen, das ist Scharlatanerie. Ja? Gibt kein Medikament, auch manche glauben das, ja? Vitamin E futtern oder sonstige Antioxidantien, ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Ja? Dann gibt es eine Reihe von Antidementativa, zu denen sage ich gleich noch was, also Ginkgo zum Beispiel oder Cholinesterasehemmer oder Memantin. Und man kann bestimmte Symptome eher symptomatisch durch Medikamente behandeln. Die Cholinesterasehemmer sind nach den Leitlinien, das sind Medikamente, die den Transmitter Acetylcholin erhöhen, weil sie den Abbau dieses Transmitters hemmen. Und man kann durch die Gabe dieser Medikamente die kognitiven Funktionen, also Gedächtnis und Konzentration, etwas verbessern. Man geht davon aus, dass das etwa 6 bis 12 Monate möglich ist. Ja. Die Medikamente haben unter Umständen aber auch Nebenwirkungen, sodass man also in jedem Einzelfall immer abwägen muss, überwiegt der Nutzen die Nebenwirkungen. Allerdings sind diese Antidementativa, auch die Cholinesterasehemmer zum Beispiel, auch von der englischen Leitlinienkommission als wirksam eingeschätzt. Und England ist nun ein Land mit einem ziemlich taffen Gesundheitssystem. Da wird auch noch stärker als bei uns nach ökonomischen Kriterien geschaut. Und man kann sagen, wenn die Engländer es empfehlen, dann kann man es zumindest versuchen. Ja? Es sind aber keine Wundermittel. Ja? Und wenn die Nebenwirkungen überwiegen, dann sollte man das auch weglassen. Kann man Psychotherapie machen? In fortgeschrittenen Stadien sicher nicht. Im Anfangsstadium, wenn jemand merkt, dass er dement wird, ist das sicherlich sinnvoll im Sinne einer Krankheitsverarbeitung und Bewältigung. Häufig ist es aber auch für die Angehörigen wichtig, für die Menschen, die an Demenzkranken, an Demenzleidenden pflegen, ist eine solche psychotherapeutische Unterstützung wichtig. Ganz zentral ist aber eben die Beratung der gesamten Familie,
was medizinische Möglichkeiten angeht, aber eben auch, und damit kommen wir dann zum nächsten Thema, was finanzielle und rechtliche Aspekte angeht. Damit komme ich zu diesem Thema Geschäfts- und Testierfähigkeit, denn das liegt ja auf der Hand. Wenn jemand in seinen kognitiven Funktionen beeinträchtigt ist, dann kommt irgendwann vielleicht einmal der Punkt, wo er keine Geschäfte mehr abschließen kann oder kein Testament mehr machen kann, aber möglicherweise macht er es doch. Und dann ist die Frage, ist das denn wirksam gewesen oder ist das nicht wirksam gewesen? Und dann kann es auch viel Streit geben. So, jetzt Grundlage ist der § 2 im Bürgerlichen Gesetzbuch, der zunächst einmal sagt, jeder von uns ist geschäftsfähig, wenn er über 18 Jahre alt ist und wenn er gesund ist und wenn er ein Mindestmaß an Urteilsvermögen und intellektuellen Fähigkeiten hat. Das heißt also, zunächst einmal sind wir alle geschäftsfähig und das Gegenteil, die Geschäftsunfähigkeit, ist ein ganz besonderer, seltener Ausnahmefall. Ja, der ist nämlich in dem § 104 geregelt. Da heißt es, wer sich in einem die freie Willensbildung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, der ist geschäftsunfähig, sofern dieser Zustand nicht ein vorübergehender ist. Also es muss ein andauernder Zustand sein. Ja? Und die Testierunfähigkeit, die ist in einem anderen Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelt, die ist, kann man als einen Sonderfall der Geschäftsunfähigkeit ansehen. Es liegt auf der Hand, ich habe Ihnen das eingangs gesagt, es werden immer mehr Menschen immer älter und das Risiko, dass diese Menschen irgendwann an einer Demenz erkranken, nimmt zu. Also wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und es wird uns zunehmend beschäftigen, da bin ich fest davon überzeugt. Wichtig ist, wenn wir von Geschäftsunfähigkeit sprechen, das müssen überdauernde Zustände sein. Ja? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel im Krankenhaus ist und operiert wird, ein älterer Mensch, das kann häufig sein, dass die da mal verwirrt sind nach einer Operation, ja. Das ist aber noch kein überdauernder Zustand, wenn sich dieser Verwirrtheitszustand wieder bessert. Ja? Das kann ein vorübergehender Zustand sein. Wenn er in diesem vorübergehenden Zustand ein Testament macht, ist das vermutlich auch nicht gültig, aber dann ist es nicht auf einer überdauernden Geschäftsunfähigkeit begründet, sondern auf einer gestörten Einwilligungsfähigkeit. Ja? So, wichtig ist jetzt, ich habe Ihnen gesagt, die Demenz, die schreitet ja langsam voran, leichtes Stadium, mittelschweres Stadium, schweres Stadium. Die Geschäftsunfähigkeit, die gibt es nicht abgestuft. Ja, also entweder ist man geschäftsfähig oder man ist geschäftsunfähig. Es gibt keine relative. Ja? Also man kann nicht sagen, naja, Päckchen Zigaretten kann er sich noch kaufen, aber das Haus für 1 Million kann er nicht mehr vererben. Das geht nicht. Ja? Also entweder ist man für alle Geschäfte geschäftsunfähig oder nicht. Ja? Es gibt einen besonderen Ausnahmefall, auf den will ich jetzt nicht eingehen, das ist die sogenannte partielle Geschäftsunfähigkeit bei besonderen Syndromen, aber das meint nicht den Schwierigkeitsgrad der Geschäften. So, also ein Betroffener ist für Einzelgeschäfte nicht deshalb geschäftsunfähig, weil seine intellektuellen Fähigkeiten nicht ausreichen für das konkrete Rechtsgeschäft, sondern das ist ein grundsätzlicher Zustand. So, was ist jetzt wichtig? Ich mache relativ viele Gutachten eben auch zur Geschäftsfähigkeit, zur Geschäftsunfähigkeit, zur Testierunfähigkeit. Und da ist es wichtig, wenn man sich damit befasst als Gutachter, man muss diese psychopathologische Symptomatik, also diese Ausfälle, die ich Ihnen benannt habe, die muss man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen. Die müssen bewiesen sein. Also es reicht nicht, dass man sagt, boah, ich glaube schon, dass der irgendwie nicht mehr geschäftsfähig war, sondern Sie brauchen ganz konkrete psychopathologische Symptome. Also das heißt, der Proband war desorientiert, der wusste nicht, an welchem Ort er sich befindet, der konnte sich keinen der drei Begriffe merken, der wusste nicht mehr, wo er sich befindet, der konnte auch keine Rechenoperationen mehr durchführen. Ja, also Sie brauchen ganz konkrete Befunde, die Sie auch
dokumentieren müssen. Und das Problem ist, nehmen wir mal ein Testament, jemand macht ein Testament, er verstirbt, dann wird das Testament eröffnet und wenn dann unter Umständen nicht das drinsteht, was die Erben erwarten, dann kann es Streit geben. Ja? Und jetzt muss es natürlich so sein, dass sie für den Zeitpunkt, wo dieses Testament erstattet wurde, für diesen Zeitpunkt diese psychopathologischen Symptome mit Sicherheit feststellen müssen. Also wenn da Zweifel bestehen, das reicht nicht aus. Und ich weiß nicht, möglicherweise sind ja auch Ärzte hier im Auditorium, die unter Umständen Atteste ausstellen. Also wenn man einen Attest ausstellt, was zur Geschäftsfähigkeit Stellung nimmt, dann müssen Sie sich immer vor Augen halten, das ist auch ein Dokument, letztendlich ein juristisches Dokument. Und Sie müssen das mit entsprechender Fach- und Sachkunde machen. Also Sie können da nicht irgendwie hinschreiben, weil jemand vielleicht mit irgendwelchen Angehörigen da in die Praxis geschleppt wird, bestätigen Sie mal, dass der geschäftsunfähig ist. Ja? Also Sie brauchen ganz klare psychopathologische Befunde und Symptome, um das festzustellen. Nach meiner Kenntnis ist es so, dass sehr häufig solche, ich sage einmal, ein bisschen salopp, Gefälligkeitsatteste bestehen von Ärzten, aber möglicherweise auch von Notaren, die irgendwas feststellen, ohne eigentlich entsprechende Untersuchungen durchgeführt zu haben, um diese Symptome auch festzustellen. Da es sich, wenn es um die Testierfähigkeit geht, in der Regel um eine nachträgliche Einschätzung des Rechtsgeschäfts handelt, können Sie ja diesen Probanden letztlich auch nicht mehr untersuchen. Also Sie haben dann eine posthume Beurteilung, wenn der Proband verstorben ist. Und da müssen Sie letztendlich entweder Zeugen vernehmen, das macht dann der Richter, wenn es vor Gericht landet, im Beisein eines Gutachters. Man fragt dann die Zeugen über diese Fähigkeiten, die ich Ihnen eingangs geschildert habe. Und da erlebt man natürlich in der Praxis sehr häufig, wenn Sie 10 Zeugen haben, dass 5 sagen, der war gar nicht mehr orientiert, der hat 1 und 1 nicht mehr zusammenzählen können. Und die anderen 5 sagen, der hat jeden Tag noch die FAZ gelesen und sich mit allem beschäftigt. Und das ist natürlich dann auch schwierig. Deswegen sind ganz wichtig für solche Beurteile auch ärztliche Dokumente, Befunde, ja, mit Angabe eines Zeitpunkts, auf die man sich dann auch stützen kann. Krankenhausberichte unter Umständen auch, aber je nach Krankenhaus sind die auch von unterschiedlicher Güte. Ja? Testierunfähigkeit, wie gesagt, ist wie bei der Geschäftsunfähigkeit, die ist entweder gegeben oder sie fehlt. Auch da gibt es keine relative, also dass man sagen kann, naja, den gebrauchten Golf, den kann ich noch vererben, aber das Haus nicht mehr. Ja? Testierfähigkeit ist gegeben oder nicht gegeben. Wichtig ist auch, viele ältere Menschen stehen ja mittlerweile unter Betreuung. Die Betreuung hat per se überhaupt keine Aussagekraft, ob eine Person geschäfts- oder testierfähig ist. Also Menschen, die unter Betreuung stehen, können durchaus geschäftsfähig sein. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Gebiete, die zunächst einmal gar nichts miteinander zu tun haben müssen. Ja, also auch ein Betreuter kann Geschäfte abschließen, wenn kein Einwilligungsvorbehalt besteht, oder er kann auch Testamente erstatten. Und der Einwilligungsvorbehalt ist die Ausnahme bei Betreuungen. Also die meisten Betreuten haben einen solchen Einwilligungsvorbehalt nicht. Ja. Wichtig ist, ich glaube, es ist deutlich geworden, eine Geschäftsunfähigkeit, Testierunfähigkeit muss bewiesen werden. Und dieser juristische Beweis ist, insbesondere wenn die betroffene Person verstorben ist, häufig schwierig zu führen. Und wenn es bei Zweifeln bleibt, also wenn zwar Zweifel bestehen, dass man sagen kann, es könnte schon sein, dass diese betreffende Person zum Zeitpunkt, wo sie das Testament geschrieben hat, nicht mehr testierfähig war, Zweifel genügen nicht, um die Testierunfähigkeit festzustellen, sondern sie brauchen da
eine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit. Deswegen gehen solche Gutachten nicht selten so aus, dass man sagen kann, da Zweifel bestehen, aber die Befundlage reicht nicht aus, um die Testierunfähigkeit wirklich mit der notwendigen Sicherheit auch festzustellen. Entscheidendes Kriterium für den psychiatrischen Sachverstand ist eine Kritik- und Urteilsfähigkeit des Probanden. Das heißt, die grundsätzliche Fähigkeit zu beurteilen, was gerade ansteht bei diesem Geschäft oder bei diesem Testament. Ja. Wichtig ist auch, wenn ein Testament prima vista unvernünftig erscheint, ist das noch kein Grund, von Testierunfähigkeit auszugehen. Ja. Also natürlich dürfen auch alte Menschen im höheren Alter Dinge machen, die man so von ihnen nicht erwartet hat. Das ist nicht automatisch Ausdruck von Krankheit. Das kann Ausdruck von Krankheit sein, ist Aufgabe des Sachverständigen, es festzustellen, aber es muss nicht sein. Nicht? Also wenn der 80-Jährige die 25-Jährige nette Freundin kennenlernt und der nun alles vermacht, guckt die Familie vielleicht in die Röhre. Wenn er nicht dement gewesen ist, darf er das machen. Ja? Es gibt, und das unterstreicht es nochmal und greift Ihre Fragen auf, es gibt eben hohe Beweisanforderungen für Gutachter, um die Voraussetzungen für die Annahme einer Testierunfähigkeit festzustellen. Zweifel genügen nicht. Und wenn es bei Zweifeln bleibt, dann bleibt das Testament in Kraft. Die Beweislast liegt immer bei demjenigen, der die Testierunfähigkeit anzweifelt. Ja. Ich glaube, es ist deutlich geworden, die Diagnose eines demenziellen Syndroms alleine genügt nicht, um Aussagen zur Geschäfts- und Testierfähigkeit zu machen. Ja, also wenn Sie eine leichte Form der Demenz haben, ist diese Person durchaus noch geschäfts- und testierfähig. Entscheidend ist die psychopathologische Symptomatik und der Versuch, so wie ich Ihnen das geschildert habe, diese auch zu quantifizieren, also im Schweregrad festzustellen. Und das wiederhole ich jetzt nochmal, es gibt eben dieses leichte, das mittelschwere und das schwere demenzielle Syndrom. Beim Vorliegen eines leichten demenziellen Syndroms sind die Voraussetzungen zur Annahme einer Geschäfts- und Testierunfähigkeit in der Regel nicht gegeben. Es sei denn, es kommen weitere psychopathologische Symptome hinzu. Ja. Allerdings, wenn Sie jetzt ein mittelschweres oder schweres Demenzsyndrom haben und das auch gut dokumentiert haben, wenn in einem solchen Zeitpunkt ein Testament errichtet wird, dann wird es in aller Regel sehr leicht sein, die Voraussetzung der Testierunfähigkeit festzustellen. Und solche, das fasse ich Ihnen jetzt nochmal zusammen, solche Hinweise für eine mittelschwere oder schwere Demenz wären Orientierungsstörungen im Hinblick auf grundlegende persönliche Daten und die Lebenssituation. Also es wäre nicht eine leichte zeitliche Desorientierung, aber es wäre eine örtliche Desorientierung oder dass jemand nicht mehr weiß, dass er Kinder hat zum Beispiel. Oder dass er Personen verkennt. Das ist etwas, was Sie auch durch Zeugenbefragungen sehr gut eigentlich herausfinden können. Erkennt dieser Mensch, über den wir sprechen, erkennt er seine Pflegekräfte, erkennt er seine Verwandten? Ja? Oder sagt er zum Beispiel zu seiner Tochter Mutter? Ja? Dann hätten Sie Personenverkennung, die Hinweis für eine mittelschwere oder schwere Demenzsymptomatik wären. Dann schwere, überdauernde kognitive Störungen des Altgedächtnisses und der Merkfähigkeit. Dann im Gegensatz zu einem Punkt, den Juristen sehr gerne oder mit dem Juristen Gutachter häufig konfrontieren, die denken immer, wenn wir einen Kernspinnbefund haben, dann haben wir doch jetzt etwas richtig Objektives in der Hand, mit dem wir eine Demenz beweisen oder nicht beweisen können. Also wenn das Kernspin in Ordnung ist, hat er keine Demenz gehabt. Und wenn das Kernspin solche schweren schwarzen Löcher zeigt, wie bei dem Beispiel, was ich Ihnen vorhin zeigte, dann ist es doch eine Demenz. Das ist nicht so. Ja? Also dieser Kernspinbefund ist per se für die Frage der Geschäfts- und Testierunfähigkeit bedeutungslos, sondern es kommt auf die Auswirkungen an. Ja? Es gibt Menschen, die haben erheblich atrophische Gehirne und sind kognitiv extrem gut. Ja? Und es gibt Menschen, bei denen finden Sie im Kernspin ganz wenig Atrophie und die haben erhebliche kognitive
beeinträchtigen. Also das entscheidende Kriterium ist nicht ein solches Kernspinbild des Gehirns, sondern der Befund und die Auswirkungen. Und das korreliert nicht eins zu eins. Jetzt möchte ich nach all diesen vielleicht eher etwas deprimierenden Aussagen doch nochmal ein paar positive Worte sagen, und nämlich nicht das Alter ist das Problem, sondern unsere Einstellungen dazu. Das hat schon Cicero gesagt, und wir wissen mittlerweile auch, es geht nicht alles nur rückwärts, sondern die neuronale Plastizität bleibt auch im Alter erhalten, auch im hohen Alter. Sie können also auch im Alter Trainingseffekte erzielen, und zwar durch körperliche Bewegung und durch geistige Bewegung. Und das ist sogar messbar. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Institut einen solchen Kernspin-Apparat, mit dem man auch funktionelle Untersuchungen machen kann. Also können Sie sehen, zum Beispiel, wenn Sie eine Jonglieraufgabe machen, vorher und nachher, und da können Sie nach dieser Jonglieraufgabe sehen, dass sich im Gehirn tatsächlich auch plastisch neuronale Netzwerke verändern und die Hirnfunktion sich verbessert. Das heißt also, das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, wenn Sie dann den Saal nachher verlassen, bleiben Sie geistig und körperlich aktiv, denn wer rastet, der rostet. Und ganz zum Schluss noch, wenn Sie neben dem Buch, was ich Ihnen gezeigt habe, sich vielleicht noch etwas Literatur besorgen wollen. Es gibt im Internet unter www.demenz-ratgeber.de recht gute Ratgeber über Diagnostik und auch Hilfsangebote für Demenzkranke. Und die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft in Berlin verschickt auch kostenlose Broschüren, die sehr gut sind, die Sie unter dieser Telefonnummer abrufen können. Damit bin ich am Ende meiner Ausführung. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehen jetzt auch für Fragen zur Verfügung.